Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start und das wäre keine Runde. Let's Build Viva Piñata! Und, ich erkläre euch mal ein bisschen was hier und deswegen gehen wir erstmal in den Garten spielen und dann Garten laden, Small Feather, Garten betreten. Ich habe gar keinen Plan mehr, was wir eigentlich alles gemacht haben, was wir noch für Aufgaben jetzt so haben. Habe ich irgendwas vorbereitet oder so? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht mit diesem Video gleich mal die erste Folge eine kleine Lehm-Information, die ich vielleicht ein bisschen raushauen kann. Ich habe jetzt endlich eine neue Arbeit, in der ich in zwei Schichten arbeiten muss. Früh- und Spätschicht. Organisiert sich daraus von früh 6 bis 2 Uhr. Und die spät von 2 bis 10 Uhr. Da ist es für mich sehr, sehr, sehr schwierig. Ziemlich voll, ja. Ziemlich schwierig für mich, in der Spätschicht Videos hochzuladen. Das kann sich demnächst ändern, wenn ich mit der Gruppe jetzt wirklich mal zusammengezogen bin, mit der ich zusammenziehen will. Und zwar, falls ihr die, noch nicht kennen solltet, Kuru und Shiro. Mit denen werden entweder ist schon Videos aufgetaucht oder werden noch Videos kommen. Ist sogar schon. Und zwar das Monopoly Let's Play. Da haben die ja mitgewirkt. Und die werden mir dabei helfen, halt die Videos während der Spätschicht mal ein bisschen hochzuladen und sowas. Ich muss mir da noch ein bisschen was überlegen, noch ein bisschen nachforschen. Daher jetzt also letzte Woche halt nicht viele Videos oder überhaupt gar keins, bis auf das Monopoly Let's Play, was sie halt an einem Samstag, weil ich da frei hochladen konnte. Und habe ich nicht. Und ja, das ist jetzt also der Grund, warum jetzt noch nicht so viel gekommen ist der letzte Zeit. Und warum ihr euch jetzt fragt, warum wir hier noch so wenig Wasser haben wie früher, weil ich immer noch darauf warte, dass wir ein bestimmtes Piñata mal anlocken, was eigentlich hätte schon mit Level 8 oder so kommen sollen, was wir immer noch nicht haben. Deswegen habe ich jetzt mal gerade alles so weit vorbereitet, wie es braucht, vom Rasenansatz her, also von der Fläche her. Kann ich noch nicht großartig nachschauen. Anscheinend ist dieses Monopoly Real Life Let's Play extrem gut angekommen bei euch, was mich natürlich auch ziemlich freut. Also mir hat es auch Spaß gemacht, das zu drehen. Den anderen hat es auch, also Slay, Shiro und Kuro haben auch Spaß dran gehabt, das zu drehen. Sind auch von den, oh hoppala, mein Mikro, sind auch von der Rezension eurer Seite her ziemlich erstaunt und zufrieden. Wir können halt sagen, wir sind damit zufrieden, weil wir halt nichts Großes sind. Und mein Kanal ist halt nichts Großes, das ist ganz klar. Aber ich finde es halt von der Klickzahl her in kurzer Zeit her super. Und wirklich also, ich wurde halt zweimal, wurde gesagt, dass es echt super geil ist, dass wir es so noch nie gesehen haben und dass es echt Spaß gemacht hat, das zu sehen. Freue ich mich tierisch drüber. Habe auch dann plötzlich zwei weitere Abonnenten bekommen. Also anscheinend ist das wirklich gut bei euch angekommen. Und ich werde mal gucken, dass wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr machen. Aber auch ein bisschen professioneller. Also ich habe da mir schon überlegt, so ein Spieler mitmachen und dann ein richtiges Beef-Turnier draus zu machen. Wisst ihr? Also Gesellschaftsspielen-Beef. Das werde ich mit denen auch abklären. Wie gesagt, wir werden demnächst zusammenziehen. Da werden wir ein bisschen Zeit haben, was zusammen zu drehen und zu machen. Und dann werden wir halt gucken, wie viele Runden wir aufnehmen wollen. Also sprich, ob wir jetzt eine 10-Runden-Turnier machen. Und wenn wir sagen, okay, 10 Runden, immer ein anderes Spiel.
Einfach schön. Den wollen wir züchten, genau, den wollten wir auch züchten hier. Dafür müssten wir jetzt nochmal Dingens verkuppeln. Baumeister. Achso, es gibt ja jetzt im Hintergrund ein bisschen laut Musik hört. Aus dem einfachen Grund ist es hier gerade irgendwie so ein Privat-Scheiß. Was ist denn? Ach ja, wir haben ja ein bisschen was gemacht. Vor längerer Zeit. So. Und lege los. Ja, ist klar. Nehme ich dir die Münzen ab. Und leg los. Drehen. Drehen. Jetzt ist das im Weg. Wir könnten es erstmal hinstellen. Wie gesagt, wir müssen jetzt noch einmal so ein 5000-fach Kopf hier nochmal machen. Dann müssen wir die noch verkuppeln, dann kriegen wir dafür nochmal ein bisschen Erfolg, also ein paar Levelpunkte. Wir müssen noch einmal nur noch die Blume schaffen und dann sind wir auch schon auf dem nächsten Level. Ja, Entschuldigung, wir hatten heute Familienfeier und es war einfach fucking anstrengend. Und ja. Das Geile an meiner Arbeit, also ich sag mal, ich arbeite jetzt in einem Lageristenbereich. Wenn ich in meinen Bereich reinkomme, alles kein Problem. Ich laufe da durch die Gegend und mache an Tour und hast nicht gesehen. Kaum, dass ich meine Handschuhe anhabe, fange ich an zu niesen. Die Nase läuft wie blöd, Alter. Ohne Witz. Ich muss mich mal testen lassen, ob ich dagegen allergisch bin, ist eine blöde Ansichtssache, aber normalerweise muss ich dagegen allergisch anscheinend sein. Ah, stimmt, wir haben hier so einen Special-Diamanten. Den haben wir mal zur Seite gelegt, vielleicht müssen wir damit noch irgendwas machen. Man weiß es ja nicht. Wundervoll, Dragonfly. Dingo, alter Freund und Kupferstecher. Foreheads, warum bist du traurig? Bist du bescheuert? Jetzt weiß ich, jetzt habe ich total vergessen. Was ist denn der Kurt mit Tee? Alles in Ordnung. Ach, ich habe letztens auch mal so privat wieder was mal ein bisschen rumgestöbert bei den Videos. Hallo Kurt mit Tee. Das möchte ich gerne nochmal einführen wieder. Moin, Exius. Moin, Dom. Morgen Cybers. Nochmal alle so begrüßen, die jetzt den Namen vergeben haben. Hier beide offenlegen. So, wer bist du? Moin, Emma. Die hat demnächst jetzt ihre Prüfung geschafft und wird auch wieder ein paar Lieder demnächst mal wieder hochladen auf YouTube. Freue ich mich schon so tierisch drauf. Sie hat echt eine wunderschöne Stimme. Guckt auf jeden Fall mal in ihrem Kanal. Link unten in der Beschreibung. Gleich zweimal müsste er sein. Einmal als namensgebender Kanalverlinkung. Und einmal als Musikspenderin. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Er hat bis jetzt zwar nur 3 Lieder, aber es sollen halt, wie gesagt, jetzt demnächst mehr kommen. Ach du Scheiße. Wo ist denn? Oh, ein Digger. Tschüss, Digger. Aber la. Entschuldigung. Ich wollte Informationen. Hat ein Squazzle gegessen. Wir können es ein bisschen anders machen, ne? Waren die hier?
ne, Bonbon. Bonbon. Seid ihr eigentlich auch solche Bonbons, also Bonbon Beißer oder lutscht ihr die lieber? Ich weiß nicht, ich lutsch lieber die Bonbons. Die Bonbons. Alles andere finde ich irgendwie so unmenschlich. Aber könnt ihr mal in die Kommentare schroten, wie ihr es so seht. So. Das ist der. Super. Er ist wieder Techtelmechtel bereit. Müssen wir nur kurz gucken. Sich der andere Kollege befindet. Dort haben wir einen. Das ist der größere. Dort befindet. Ah, ist hinten ist er. Moin. Friss mal. Ah, moin, Donut. Super. Sind soweit. Dann schleich mal zu deinen Angebeteten. Ich find's irgendwie ein bisschen gruselig. Ganz ehrlich. Foreheads wollen wir noch Techtelmechtel lassen. Ach, mein EP. Emma, wo ist der andere denn? Musik ist so laut. Huch, Musik weg. Das ist Musik wieder. Moin, Sebo Bach, Bechemelch. Bechemchen. Entschuldigung. Wo bin ich? Da unten muss ich hin. Da oben bin ich. Autsch. Alter, leck mich am Arsch. Stimmt nicht. Fick dich! Wie soll man da durchkommen, du blödes Scheißvieh? Bachämchen. Bachämchen, jetzt hab ich's. Entschuldigung. So, ihr macht mal schön Twingle Snap. Dann haben wir noch Aleko hier. Und der Onkel Pedotitte. Unser allerliebster Lieblingsonkel. Unser allerlieblingsonkel. So rum war das. Meine Fresse. Was für Geschwindigkeiten heute schon wieder. Drei schon auf. Nicht drängeln. Kinderi. Da haben wir unsere Chica. Und der Chico kam mit da oben drauf. Oh, Chico chillt da oben. Moin, Chicos. Jägerin fängt Pinata? Muss man denn jagen lassen? Teil vergessen. Das ist jetzt doof. Okay. Das ist jetzt doof gelaufen. Infos. Lickertoad gegessen. Ach, was ist denn jetzt da? Leute, hätten wir nicht mal warnen können? Sehr nett von euch, ey. Aber wo? Wie geht's euch eigentlich so? Ist ja auch egal, interessiert eh keinen. Nein, nein, nein! Oh Gott, Entschuldigung, das war nur ein Spaß. Der dicke Tor sieht ganz anders aus, als der.
Ach, Lecketoad. Ach, fick dich. Ich weiß auch jetzt nicht, wie man Lecketoad macht. Drecksviecher, ey. Dann müsst ihr auch wieder so einen Special-Scheiß haben, Alter. Huch! Dann weg. Oh, boah, mein scheiß Lecketoad, ey. Fuck, jetzt muss ich mich erstmal wieder informieren, wie ein scheiß Lecketoad gemacht wird. Dreckiger Drecksdreck. So, ansonsten habe ich überhaupt nichts mehr zu tun, ne? Weitgehend. Aber wir sind noch lange nicht beim Ende von Viva Pinata. Ich würde es noch gar nicht beenden. Also, weil es ist einfach echt null viel zu tun. Das ist das Problem. Ich habe nichts Neues hier. Ich habe nicht mehr viel zu tun. Einige Pinatas tauchen nicht auf, die normalerweise auftauchen müssten. Ist ein bisschen doof. So mehr als hier nur die ganze Zeit rumfliegen und dann ab und zu mal ihr Garten säubern hier. Das hat keinen Wert. Dann schauen wir doch mal, was im Tagebuch so alles drin steht. Zyklopädie, Pinatas. Wir haben Dinge noch nicht gehabt, siehst du? Scheiße, hätten wir Dinge noch gar nicht verkaufen dürfen, wa? Mir hier, Twingers nicht noch gar nicht verkaufen dürfen wegen dem Affen. Salamango haben wir auch. Schön. Was war das denn? Verschiedene Objekte? Süßigkeiten. Geld. Bronzefarbene Schokomünzen. Schokomünzen folgen einem ganz einfachen Prinzip. Je größer die Münze ist, umso wertvoller ist sie. Schließlich ist mehr Schokolade drin. Um sie noch ein wenig ärmlicher aussehen zu lassen, haben die kleinsten Münzen auch noch eine primitive bronzefarbene Umhüllung. Okay, interessant. Wenn du zu viele Bronzemünzen gesammelt hast, scheuern sie das Futter deiner Tasche durch. Aus diesem Grund wurde die Silbermünze erfunden. 5 Bronzemünzen konnten gegen eine dieser Silbermünzen getauscht werden und für eine Weile waren alle zufrieden. Okay. Goldene Schokomünzen. Bei der Frage nach einem wertvollen Metall denkt jeder natürlich sofort an Gold. Aufgrund der öffentlichen Nachfrage wurde die größere und wertvollere Goldmünze geschaffen. Sie war 2-mal so viel wert wie die Silbermünze und 10-mal so viel wert wie die Bronzemünze. Und mit 3 Sorten von Münzen waren dann auch die mit der Schokowährung zufrieden. Alle mit der Schokowährung zufrieden. Also es wird 10. Okay. Da alles immer teurer wird, mussten die Menschen eimerweise Schokomünzen mit in den Laden nehmen, wenn sie nur ein Brot kaufen wollten. Die größte Goldmünze war die Lösung dafür. Die große Goldmünze war die Lösung hierfür. Sie ist 50 Bronzemünzen wert und ist so schwer, dass die Leute für ihr Kleingeld Schubkarren statt eines Portemonnaies brauchen. Okay. Haben wir auch das geklärt.